Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Gestern Abend ging Season 1 endlich zu Ende. 2 Wochen dauert es jetzt noch, bis die zweite anfängt, auf die ich mich schon mega, mega freue. Ich möchte einfach mal mein Fazit, also meine Meinung zur Season 1 loswerden. Ich habe natürlich hier auch eine Menge Kritik, die ich da irgendwo loswerden möchte. Und ich hatte schon mal ein Video mit einem Fazit gemacht. Und das kam bei einem nicht ganz so gut an. Das ist wahrscheinlich jemand, der nicht so ganz versteht, warum ein YouTuber wie ich oder deutlich größere YouTuber, Influencer, wie man es auch immer nennen mag, was hinter dieser Kritik steckt und was man damit erreichen will. Manche denken da wahrscheinlich einfach nicht weit genug, ohne das Böse zu meinen. Und ich möchte heute einfach mal auch noch zusätzlich erklären, warum Leute wie ich eine Kritik ins Netz stellen, die aber auch gerechtfertigt ist. Meine Meinung, meine Kritik nach dem Intro. Damit willkommen zurück und jetzt erstmal, warum ich auch negative Kritik wichtig finde und wie ich überhaupt darauf komme, das mal zu erklären, warum ich das mache. Und zwar habe ich schon mal ein Fazitvideo zur Herausforderung bzw. zu dem letzten Event gemacht, legendäre Jagd. Und da hat einer fast wortwörtlich, und ich hoffe, dass dieserjenige zuguckt, damit er mal ein bisschen seine Birne anstrengt, ohne das, wie gesagt, böse zu meinen, warum Leute wie ich das zum Beispiel machen. Nicht ganz wortwörtlich hat er geschrieben, mi, löscht doch das Spiel, wenn alles so scheiße ist. Und da frage ich mich, wie weit hat der Mensch gedacht? Ich möchte den damit gar nicht persönlich beleidigen, aber Leute, also Influencer, ob das auf Facebook, YouTube oder sonst wo ist, wenn da jemand wie ich zum Beispiel, also ich rede da jetzt mal von mir, wenn ich eine Kritik bringe, was schlecht an dem Spiel ist, dann mache ich das nicht, weil ich das Spiel haten will, das schlecht reden will, damit es keiner mehr spielt, sondern weil mir das Spiel eben richtig geil gefällt, weil ich es weiter zocken will, es aber Änderungen bedarf, damit das Spiel weiter geil bleibt und dass die Leute nicht abspringen. Ich nenne mal ein, zwei Beispiele. Zieht euch zum Beispiel mal den Shitstorm gegen den Season 1 Pass rein. Der war zu 90% absoluter Bullshit. Oder die Wingmen und die Friedensstifter, wie overpowered die am Anfang waren. Wenn jetzt keiner in der Community laut geworden wäre und hätte gesagt, Alter, ihr müsst hier was machen oder der Season Pass, der ist scheiße, macht da was. Kaum kam Information jetzt vor kurzem raus, was der Season 2 Battle Pass alles bringt. Und man festgestellt hat, Mensch, die haben zugehört, Respawn und Co. haben zugehört, haben sich die Kritik der Community angehört und es wurden Änderungen gebracht. Die Änderungen würden nicht einfach so kommen, denn wenn wenn das Spiel rauskommt zum Beispiel und keiner übt Kritik, dann hat natürlich Respawn einen Masterplan. Die bringen neue Legenden alle paar Monate, vielleicht irgendwann eine neue Map, neue Waffen und so weiter. Das ist so das Standard. Wenn jetzt aber keiner Kritik übt, dass da manche Waffen scheiße sind, overpowered oder sonst was, dann würde das Spiel so scheiße bleiben. Das hat ja einen Grund, warum wir diese Kritik üben. Und ohne unsere Kritik in Anführungszeichen würde das Spiel, wäre das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr spielbar heute. Das Einzige, was heute noch das Problem ist, wie ich finde, sind die Stabilitätsprobleme. Aber ansonsten kann jeder froh sein, dass es Leute wie mich gibt. Natürlich ist meine Stimme noch nicht so laut, weil ich noch ein sehr, sehr kleiner YouTuber bin. Würde mich natürlich freuen, wenn sich das in Zukunft ändert, damit ich auch hier ein paar mehr Leute erreiche. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass Leute ihre Kritik üben, damit das Spiel besser wird. Und Respawn und EA haben gezeigt, dass sie daran arbeiten, mit den Informationen, die zu Season 2 so kommen. Zusammengefasst will ich einfach nur sagen, negative Kritik kann zu positiven Veränderungen beitragen. Und sollte es jetzt immer noch Leute geben, und die sollen sich bitte nicht persönlich angegriffen fühlen, die das immer noch nicht verstehen, warum das Leute wie ich machen, die können ja dann gerne ihr Super Nintendo auspacken oder ihr N64 und ihre Spiele zocken, die für immer unverändert bleiben. Oder die können an ihren Schrank gehen, holen ihr Mensch ärgere dich nicht Spiel raus, klappen ihre Map auf, die immer so hässlich bleiben wird, wie sie ist, holen ihre Spielfiguren raus mit ihren gleichbleibenden hässlichen Spielfiguren, die keine legendären Skins abbekommen und mit einem Scheißwürfel, der weiterhin ganz schwer nur eine 6 würfelt und es wird einfach nicht gepatcht. Blöd war's. Das war jetzt einfach nur mal ein dummer Witz am Rande. Jetzt möchte ich aber
mal mit meinem Fazit loslegen. Wie gesagt, soll keiner persönlich nehmen, aber das ist einfach mal etwas, was ich loswerden wollte. Ich mich mal selber rechtfertigen will, dass ich damit einen positiven Sinn bezwecke. Jetzt kommt mein Fazit zur Season 1. Und da starten wir auch gleich mit eigentlich der besten Sache, die in Season 1 passiert ist. Und zwar ist es die neue Legende der Octane, der für viel Action gesorgt hat, wie ich finde, wird heute noch sehr oft gespielt. Ich habe den auch sehr, sehr gerne gespielt. Mit seinen Fähigkeiten hat er ein bisschen Schwung in die Bude gebracht, fand ich. Mit seinem Jump Pad konnte man sich auf höhere Distanzen katapultieren oder aus der Action raus katapultieren. Das fand ich sehr, sehr geil. Seine taktische Fähigkeit, sich schneller fortzubewegen für einen kurzen Moment und dafür Energie einzubüßen, fand ich sehr, sehr stark. Dadurch konnte man schneller looten, sich schneller fortbewegen, wegrennen, hast du nicht gesehen. Und die passive Fähigkeit, sich zu heilen, ganz, ganz langsam, wenn er außerhalb eines Gefechts ist, fand ich auch sehr geil. Und das wäre zum Beispiel eine Idee von mir. Ich würde es gar nicht so verkehrt finden, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet. Ich würde es gar nicht so schlecht finden, wenn jede Legende diese passive Fähigkeit hätte, sich so langsam wie der Octane zu heilen. So ein bisschen wie in den vergangenen Call of Duty Teilen. Das fände ich nicht schlecht, muss natürlich nicht sein, ist jetzt einfach nur so ein bisschen Kopfkino von mir, was ich nicht verkehrt finden würde. Kommen wir direkt zum Battle Pass. Wurde ja vorher schon laut, bevor der überhaupt rauskam, dass der inhaltlich absolut schlecht ist. Das muss ich leider zugeben und alle anderen, die sich den Battle Pass, die ich kenne oder die ich in meiner Community so gehört und gelesen habe, die haben alle dasselbe gesagt. 90% des Inhaltes waren einfach Tatsache absoluter Müll. 10% davon waren geil. Ich würde jetzt gerne mal durchgehen, was ich an dem Battle Pass gut fand. Und den Rest kann man sich grob denken, gehe es aber grob durch. Gut fand ich zum Beispiel, ab Level 50 gab es einen absolut schicken Skin für die Prowler. Das war schon mal Punkt Nummer 1. Dann gab es, glaube ich, ein oder zwei, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, epische Apex-Packs, was ich auch sehr geil fand. Müssen auch nicht zwingend mehr in Zukunft werden, finde ich von der Menge her okay. Was auch sehr gut war, fand ich, dass man die Ingame-Währung, die ihr hier seht, der Battle Pass hat, glaube ich, 950 Apex-Münzen gekostet. Und wenn du es geschafft hast, den kompletten Battle Pass zu leveln, hast du, glaube ich, das Geld fast zu 100% wieder reingespielt. Das heißt, du kannst hier quasi den Battle Pass für Season 2, wenn du das Geld nicht anderweitig ausgegeben hast, gleich für den zweiten Battle Pass investieren. Fand ich eine geile Sache. Was fand ich noch geil? Ab Level 100 und ab 110 gab es dann noch ein Havoc-Skin, den ich richtig, richtig edel fand. Und da kommen wir aber schon zu einem mega negativen Kritikpunkt. Es hat einfach zu lange gedauert, selbst für Hardcore-Gamer, diesen Battle Pass auf Level 110 zu bringen. Das fand ich ein mega großer Kritikpunkt. Aber auch hier hat sich wieder bewiesen, dass sich negative Kritik positiv äußert, denn in Season 2 wird es so sein, dass der Battle Pass schneller gelevelt wird, sei es durch wöchentliche und tägliche Herausforderungen. Da bin ich sowieso mal gespannt, was da kommen wird. Dann gab es inhaltlich noch was ich nicht so toll fand. Es gab drei verschiedene Standard-Skins für verschiedene Waffen. Da gibt es zum Beispiel den Navigator-Skin, den ich euch bei der Prowler schon mal gezeigt habe, der eine neue Map zeigt. Den gab es, glaube ich, für drei verschiedene Waffen. Das sind einfach für mich nur Platzhalter gewesen. Das war für mich ein Zeichen von Einfallslosigkeit. Das heißt, alle paar Level gab es einmal für die Longbow den Navigator-Skin, dann gab es den einmal für die Prowler und noch irgendeine andere Waffe, glaube ich. Und das gab es mit zwei weiteren Skins. Und das fand ich ein bisschen einfallslos. Mir wäre es persönlich lieber gewesen, ein Skin wird gleich für 3, 4, 5 Waffen, wie auch immer, freigeschaltet. Das hätte ich persönlich deutlich besser gefunden. Was ich auch sehr schade fand, dass es nicht alle 5 Level zum Beispiel Standard Apex Packs im Battle Pass waren. Das hätte ich zum Beispiel noch ganz geil gefunden, weil wer das Spiel mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wenn man das Spiel das erste Mal spielt oder die ersten 20, 30 Level grindet, kriegt man fast bei jedem Stufenaufstieg so ein Apex Pack. Und deswegen finde ich es schade, dass bei dem Battle Pass, wenn es Leute schon gibt, die dafür Geld ausgeben, sollen sie doch vernünftig dafür belohnt werden. Ich bin mal gespannt, wie das in Season 2 ist, ob es da deutlich mehr Apex Packs gibt. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall eine Änderung, die ich begrüßen würde.
Was ich für Season auch sehr schade fand, denn auch da wurde die Kritik sehr laut. Es haben sich eigentlich fast am Anfang des Spiels schon viele, viele Leute einen Solo- oder einen Duo-Modus gewünscht, was ich persönlich auch sehr schätzen würde. Denn mir ist es ganz oft so gegangen, wenn ich allein unterwegs war, ich nenne mal ein Beispiel, warum der Dreier-Squad für mich scheiße ist, wenn man alleine unterwegs ist. Ich hatte es ganz oft, ich bin nicht Jumpmaster. Mein random Teammate gibt mir den Jumpmaster ab, pinkt dann aber gleichzeitig irgendwo hin, wo er hin will, wo ich mir denke, warum gibst du dann den Jumpmaster ab? Und was passiert, wenn ich abspringe und ich woanders hin will? Genau, das Team splittet sich und er fliegt dahin, wo er hin wollte. Da frage ich mich, warum gibt er den Jumpmaster ab? Und so zieht sich das wie ein roter Faden bei vielen, vielen Leuten. Oder man springt zusammen ab, landet und irgendeiner verpisst sich, quittet und. Und dem könnte man echt geil mit einem Solo- oder Duo-Modus entgegenwirken, was ich sehr, sehr geil finden würde. Es ist zwar nicht schlimm, dass es bis jetzt noch nicht drin ist, aber ich hoffe, so bis Ende des Jahres wäre das schon eine geile Sache, wenn das ins Spiel finden würde. Und ich weiß, dass es den meisten von euch da genauso geht. Dann gab es im Laufe der ersten Saison mehrere Bugfixes, die aber leider, und das ist schon wieder ein mega Kritikpunkt, gefühlt war es so und es haben auch viele bestätigt. Es wurde eins gefixt und zwei neue Probleme kamen hinzu. Ist Stand heute leider immer noch teilweise so. Wir wissen alle, wie das gerade ist. Das Event kam hinzu, legendäre Jagd, und gefühlt ist man aus jeder zweiten, dritten Runde wieder rausgeflogen, beziehungsweise man kam in den Ladebildschirm und ist rausgeflogen. Das ist sehr frustrierend, ist bis jetzt immer noch so, und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt noch zwei Wochen dauert, bis Season 2 beginnt. So hat Respawn noch ein bisschen Zeit, endlich die Serverprobleme ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das dazu, und ach so, übrigens gab es viele Waffen-Patches, Waffen-Nerfs oder Buffs, was ich sehr gut fand. Zum Beispiel die Havoc. Erinnert euch, Season Pass Level 100 oder 110. Man reißt sich mega den Arsch auf und eigentlich war die Waffe nicht wirklich konkurrenzfähig. Auch das wurde gehört und schon wurde das Magazin von, ich weiß nicht, ob es 24 oder 25 waren, auf 32 erhöht. Jetzt ist die Waffe einfach mal mega geil, wenn man den Turbolader auch noch dazu findet, was ich sehr, sehr geil fand. Dann gab es irgendwann, ich gehe jetzt nicht auf jeden Waffenpatch ein, aber ich möchte grob einfach mal so ein paar Verbesserungen zeigen, die ich finde. Oder es wurden halt noch ein paar Waffen verschlechtert. Die Spitfire ist meiner Meinung nach, obwohl es meine Lieblingswaffe ist, immer noch ein Ticken zu stark, wenn man ein großes Magazin dran hat. Die Sniper wurden ein bisschen verbessert, was ich jetzt nicht unbedingt positiv finde, weil ich Snipen eigentlich absolut hasse. Zum Beispiel die Longbow, die haut jetzt so rein und du hast so eine krasse Feuerrate mit dieser Waffe, was richtig, richtig geil ist. Das ist jetzt grob das, was ich noch zu den Waffenpatches sagen wollte. Jetzt möchte ich mal das Event die legendäre Jagd ansprechen. Da habe ich schon festgestellt, das Spiel entwickelt sich definitiv in die richtige Richtung. Aber, und das muss ich eben sagen, eine fette Kritik daran, die Herausforderungen, die das Spiel mit sich brachte, die waren einfach, meiner Meinung nach, und viele andere teilen die Meinung mit mir, zu einfach. Ein gut geübtes Squad hat innerhalb von anderthalb Stunden die Herausforderung gemeistert und das Event ging fast zwei Wochen. Das fand ich sehr, sehr negativ. Natürlich teile ich die Meinung mit denjenigen, die vielleicht nicht ganz so gut in diesem Spiel sind, dass für jeden was dabei sein sollte, was man freischalten kann. Aber ich fand, für die Hardcore-Gamer unter euch war es einfach zu einfach. Sicherlich gab es einige, die den Triple Tag Skin zum Beispiel nicht freischalten konnten, weil man dafür zwei Siege brauchte. Kann sein, dass das vielleicht für den einen oder anderen zu schwer war, aber insgesamt fand ich das inhaltlich zu leicht. Die Skins jedoch, die man freischalten konnte, die waren wirklich, wirklich sehr, sehr schön, wie ich fand. Meiner Meinung nach tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Dann gab es Mitte des Events nochmal an einem Wochenende ein doppelte Erfahrungspunkte-Event auf den normalen Levelfortschritt und auf dem Battle Pass wieder einmal Top 5 werden und eine Battle Pass Stufe oben drauf bekommen, was ich sehr, sehr geil fand. Dann gab es den Elite-Modus, der dazu kam, und wer das noch nicht weiß, der Elite-Modus ist jetzt noch zwei Wochen aktiv, bis Season 2 startet, was ich auch eine coole Sache fand. Und da möchte ich gleich mal eine negative Sache zu dem Elite-Modus sagen. Am ersten Tag und schon davor scheinen einige ganz hardcore geübt zu haben. Der Elite-Modus lädt leider zum Campen ein. Das finde ich so ein bisschen ein Nachteil, aber auch da wurde ein bisschen nachgebessert. Ein paar Tage später, völlig überraschend, habe ich auch ein Video zu gemacht, was ich sehr, sehr witzig fand, hat man sich außerhalb der Zone im Elite-Modus aufgehalten.
dann sind die Leute gefallen, wie die fliegen. Das fand ich mega krass, aber eine absolut geile Veränderung. Für die Zukunft würde ich mir vielleicht wünschen, dass es noch ein paar verschärftere Regeln für den Elite-Modus gibt. Zum Beispiel würde ich es geil finden, wenn sich vielleicht die Zone ein bisschen schneller schließt, weil das Gekämpfe, was dazu eingeladen hat, war wirklich mega belastend. Das hat absolut keinen Spaß auf Dauer gemacht, wenn du jetzt mal überlegst, wie schnell manchmal so ein Standardspiel vorbei sein konnte. Und du hast dich auf einmal in der drittkleinsten Zone bewegt und es war immer noch die Hälfte der Squads übrig. Dann weißt du, was da los war. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Aber auch da wird sicherlich einiges dran gebastelt werden in Zukunft, was ich sehr, sehr geil finden würde. Das war es soweit von dem Elite-Modus und dem Event. Jetzt habe ich noch eine kleine, aber interessante Info zu Season 2. Denn vor ein paar Tagen wurde es laut, es kommt eventuell sogar noch eine zweite neue Legende in Season 2, abgesehen von Watson. Und zwar nennt sich diese Legende Krypto. Blende ich euch hier mal ein. Und ich habe ganz am Anfang, wo Season 1 rauskam oder kurz davor, habe ich schon mal ein Video darüber gemacht, dass 10 neue Legenden, wenn ich den Octane jetzt mal damit reinzähle, 10 neue Legenden geleakt. Da gab es auch Bilder zu. Und da war unter anderem auch Krypto dabei. Und ich hatte gesagt, sollte es tatsächlich so sein, wenn pro Season nur ein Charakter dazukommt oder eine Legende, würde es 2,5 bis knapp 3 Jahre dauern, bis alle Legenden im Spiel sind. Und das ist das, was ich auch in dem Video schon gesagt habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass die sich so lange Zeit lassen, um alle Legenden ins Spiel reinzubringen. Und deswegen könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass vielleicht Mitte oder Ende Saison 2 Krypto dazukommt, der wohl angeblich dafür verantwortlich sein soll, dass der Repulsorturm war das, glaube ich, diese Riesenantenne, der die Monster fernhält, dass der das hackt. Das soll wohl ein böser Charakter im Spiel sein, der wohl ein bisschen was kaputt macht. Ich bin mal gespannt, ob da in Season 2 ein paar neue Informationen noch dazukommen. Davon gehe ich aber aus. Das soll es jetzt soweit von mir und meinem Fazit gewesen sein. Wie gesagt, an alle, die ich vorhin das Wort gerichtet habe, dass negative Kritik wichtig ist und wer das nicht so ganz versteht. Ich hoffe, dass ihr das aus meiner Sicht auch mal versteht, wie ich das meine. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst, was ihr von dem Fazit haltet, was ihr vielleicht für eine Meinung zu Season 1 hattet, was ihr euch zu Season 2 wünscht. Da ist eurer Fantasie freien Lauf gelassen. Für alle Leute, die neu auf meinem Kanal sind, vielleicht das erste Mal mich hier sehen, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Von mir gibt es regelmäßig Infovideos. Ihr könnt euch gerne mal auf meinem Kanal umschauen. Davon gibt es nämlich eine Menge. Livestreams gibt es von mir auch regelmäßig oder mal eine Compilation von zusammengebastelten Kills, was auch manchmal ganz, ganz spannend oder lustig ist. Das war's heute soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.